Herzlich willkommen zu Revue, unserem kleinen, aber feinen Wochenrückblick, wo ich jede Woche auf die Vergangene zurückschauen darf, was ist mir so aufgefallen, was ist passiert, ja, und vielleicht auch das eine oder andere Statement dazu abgeben. Ja, diese Woche dominiert in den Medien hat ganz sicher der Lionel Messi. Ja, er hat sich nicht mehr einigen können mit seinem Stammverein Barcelona, wo er jetzt über 20 Jahre gesehen ist. Ja, die haben halt ein paar Millionen zu wenig gezahlt, aber das spielt doch keine Rolle. Er hat den neuen Verein gefunden, der bereit ist, um das Geld in die Pulver. Er ist jetzt bei Paris Saint-Germain. Somit ist aber auch die Spielgemeinschaft Gross-Walsertal im Rennen raus. Die haben sich eine lange Zeit Hoffnungen gemacht. Obwohl der sportliche Leiter vom Walsertal gleich gesagt hat, eine Messi-Verpflichtung wird ganz schwierig, weil die Nummer 10, die haben wir schon vergeben. Klimaexperten sagen, dass in Österreich in den kommenden Jahren 5 Grad mehr herrschen werden im Sommer. Ja. Ich meine, wenn ich Anfang August das mal anschaue, dann hoffe ich, dass das ein Versprechen ist. Gell? Weil dort habe ich mich schon gefragt, wo bitte bleibt die Klimaerwärmung? Da muss ich noch was tun dafür. Da muss ich noch mal in den Wald und ein paar Autoreifen vergraben und ein paar Kühlschränke verbrennen. Ja? Sonst wird das nichts mit der Temperatur. Ja, in England haben sie ein Stückchen Kuchen versteigert. In England da versteigern sie alles. Es war ein besonderes Stückchen Kuchen. Das haben sie nämlich, ist übrig geblieben vor 40 Jahren bei der Hochzeit von Charles und Diana. Das hat jetzt ja niemand gefunden, übrig Stückchen Kuchen. Haben sie versteigert um über 2000 Euro. Altes Essen. Ja, da hätte ich mit meinem Kühlschrank Inhalt ein Vermögen machen. Und unsere NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger, die hat ihr Sommergespräch gehabt. Und zum ein bisschen aufmerksam machen drauf, hat sie das Gefühl gehabt, sie müsse ein Werbevideo im Bikini vor dem Altausseher See machen. Sehr romantisch. Anschließend ist sie mit ein paar Köpfler reingesprungen. Aber hey, stell dir vor, das macht jeder. Stell dir vor, ich mache jetzt Werbung in der Badehose für unseren Wochenrückblick. Oder stell dir vor, der Werner Kogler kommt im grünen Badehäusle. Ha? Nein, das will man uns nicht vorstellen, gell? Nein. Aber auch Vorarlbergs-Polizisten haben diese Woche wieder zum Tor gehabt. Ganz einen besonderen Einsatz haben sie gehabt, gleich am Montagabend. Und zwar zu Rankwil am Bahnhof. Auf der Stege zum Bahnsteig 1 haben sie einen Biber aufgegriffen. Ja, richtig, ein Biber. Bahnsteig 1, Rankwil. Und wie man jetzt vom Anwalt vom Biber hört, ist das völlig übertrieben gewesen, der Polizeieinsatz, weil er hat eigentlich nur auf Präger zu wählen. Ja, und in Bludenz wird im Moment das goldene Einhorn vergehen. Das goldene Einhorn hat aber nichts damit zu tun, dass es der kriegt, der am meisten Bier trinkt, sondern es ist ganz was anderes. Und wer das goldene Einhorn kriegt oder wer es kriegen könnte, das schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen bei der Alpinale. Am Dienstag hieß es Startschuss für die 36. Auflage des Alpinale Kurzfilmfestivals in Bludenz. Was Mitte der 80er Jahre als eher kleines Filmfestival startete, ist heute international mit über 700 Einreichungen im Jahr. Emil, tu peux t'asseoir. Das Festivalprogramm bietet auch dieses Jahr wieder viel Abwechslung mit Animationsfilmen, Dokus und Kurzspielfilmen. Also wir haben den internationalen Wettbewerb, wo wir Filme aus der ganzen Welt eben zeigen. Das sind Produktionen aus Indien, aus dem Iran, aus Frankreich, aus Belgien, aus Deutschland natürlich auch, aus Österreich natürlich auch mit dabei. Dann haben wir unseren Vorarlberger Wettbewerb, wo wir eben Produktionen aus Vorarlberg zeigen. Das ist mir ein ganz besonderes Herzensanliegen, dass da wirklich jede Vorarlberger Produktion, die bei uns eingereicht wird, einmal die Möglichkeit hat, vor Publikum gezeigt zu werden. Tomer Shushan ist Autor und Regisseur aus Tel Aviv und präsentierte am ersten Festivalabend seinen Kurzfilm White Eye. Dieser wurde 2019 sogar für einen Oscar nominiert. I'm very, very happy to be here to present it and to present my story. Da lo khuki, da mivin? Et mivina? Ana khuki, yesh li yalda bagan beisha. Anachnu khukim. Elias Rauchenberger holt mit seinem Film ein ganz aktuelles Schicksal eines Zivildieners auf die große Bühne. Unfair ist schon. Gefragt hat uns keiner, ob wir weitermachen wollen. Im Kurzfilm per se geht es eigentlich darum, wie junge Zivildiener mit dem Tod umgehen, wie der nicht aufgearbeitet wird. Und
diese Eigenartigkeit, dass die Zivildienstagentur Zivildienern für jede Leiche, die sie wegbringen, 10 Euro Zuschuss geben. War das der Erste? Tut mir leid, das ist so nicht gewesen. Und dann halt natürlich, dass man merkt, wie man halt diesen, wie man Tod halt entmystifiziert, wie man halt damit umgeht, dass man halt auch schaut, dass das aufgearbeitet wird. Und dass das oftmals in sehr internen Kreisen passiert bei Zivilinnen und das auch Zeit braucht. Für alle Kategorien werden dann Filmpreise und Spezialpreise vergeben. Und wie wird abgestimmt? Wir haben zwei Jurys, also wir haben eine Jury für den internationalen Wettbewerb, die mit internationalen Expertinnen und Experten besetzt ist. Und wir haben auch eine Expertenjury für die Spezialprogramme. Die sichten die Filme gemeinsam mit dem Publikum und diskutieren dann sehr intensiv darüber, wer einen Preis gewinnt. Und auch das Publikum ist eingeladen, mitzustimmen und jeden Abend auszuwählen, welcher Film am besten gefallen hat. Und auch dieser Film gewinnt dann einen Publikumspreis. Leidenschaft, Humor, Horror, Unterhaltung pur. Ja, das, was ihr im Fernsehen sahen, ist natürlich nur die geschnittene und perfekte Version von dem, was wir sonst so aufführen. Alles, was sonst passiert, wenn es nicht so klappt, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir genießen jetzt. Wir sind jetzt noch 8 bis 10 Jahre da. Wir genießen die Zeit noch. Ach, Schatz. Entschuldigung. Ja, das musst du das mal üben, weil sonst geht das. Die Sendung findet unter dem. Wieso sage ich Sternzeichen? Das ist doch kein Sternzeichen. Oh Gott. Okay, Sternzeichen Einhorn. Ich habe gerade überhaupt keine Erinnerung an das, was ich sagen wollte. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleiben Sie uns gewogen. Na, Blödsinn nochmal. Das kommt sicher nicht in die Revue. Das war's für der. Ah, oh, schon, ich mach. Sorry. Okay, one more. Okay, jetzt ist gut. Zum Abschluss darf ich jetzt noch aufs Wetter hinweisen, präsentiert von Kachelmann Wetter. So viel darf ich sagen, es wird schön, das Wochenende wird super, gehen raus, gehen wandern, tun irgendwas. Wir sehen uns wieder, hoffentlich nächste Woche bei der Revue. Das war's wieder von mir, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann, machen's gut. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Lange mussten wir heuer warten. Die Wochenenden waren wettermäßig nicht berauschend, jetzt aber an diesem Wochenende. Badewetter steht bevor, Temperaturen um die 30 Grad und dazu der Bodensee hat eine Wassertemperatur von 22 Grad. Also angenehmes Wetter, Badewetter steht uns bevor. Das Wochenende muss man genießen, weil ich kann schon von wegnehmen, nächste Woche geht es wettermäßig schon wieder abwärts. Schauen wir jetzt auf den Samstag im Detail. Am Morgen starten wir schon mit 19, 20 Grad. Also richtig warm schon in den Tag. Tagsüber geht es dann hinauf auf 30 im Rheintal bis zu 31 Grad. Es gibt Sonnenschein für alle, aber das Gewitterrisiko ist gering. Es gibt maximal so ganz vereinzelte, isolierte Hitzegewitter. Im Wesentlichen bleibt es aber im ganzen Ländle trocken und darum auch gutes Bergwetter, zum Beispiel auf dem Silvretterhorn. In der Silvretta auf 3200 Meter knapp 10 Grad plus. Also gutes Berg- und Badewetter am Wochenende. Wir schauen noch auf den Sonntag. Da dasselbe Spiel noch einmal. Ein milder Start in den Tag mit 19, zum Teil knapp 20 Grad. Dazu wieder viel Sonnenschein für alle. Dann im Laufe des Tages vielleicht in den Bergen, im Verwall, in der Silvretta irgendwo ein isoliertes Hitzegewitter. Aber sonst die Hitze und der Hochsommer, der halten an. Nächste Woche am Montag wird schwül, immer mehr gewitterig, ab Dienstag kühlt es ab. Das war's vom Wetter. Mehr Wetterdaten bei kachelmannwetter.com. Für Gott bei Ländle TV.